Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf der YouTuber-Insel. Wir dürfen eigentlich gar keine Zeit verlieren, deshalb versuche ich mich relativ kurz zu fassen. Und zwar Leute, ihr wisst, ich habe meine ganzen Items verloren, weil ich im End draufgegangen bin und der Admin mir quasi geholfen hat, die Koordinaten mir zu schicken. Und dadurch gab es den einen oder anderen YouTuber, der das nicht cool fand und meinte, ey, der Admin hat dir geholfen, das ist unfair, bitte Admin, mach was dagegen. Und dadurch hat der Admin dann quasi mir meine Items weggenommen. Und ich dachte mir, wisst ihr was, ich habe ja auch ein Handicap bekommen von irgendeinem YouTuber, der sich bis jetzt immer noch nicht preisgegeben hat, aber ich bin immer noch da krass auf der Schliche gewesen. Ich dachte mir, komm, ich versuche zum Admin im echten Leben zu gehen, mal gucken, ob er mir dann quasi irgendwelche Antworten geben kann, weil ich dann auch vor Ort sein werde. Aber er hat mir wirklich vor Ort nichts gesagt, Leute. Er macht seine Sache als Admin so übertrieben gut, dass er mir als sein Kumpel, obwohl ich sogar bei ihm zu Hause war, obwohl ich ihm sogar Süßigkeiten gegeben habe, ja, ich wollte ihn ein bisschen bestechen, Leute, auf ganz Chilimilli. Hat leider nicht geklappt. Ich bin auch gar nicht sauer oder so deswegen. Und ich dachte mir, wisst ihr was, Leute, weil ich dieses Handicap habe und eh nicht richtig selber farmen kann, ich erkläre mal ganz kurz nochmal was zum Handicap. Und zwar, Leute, hat mir dieser eine YouTuber oder mehrere YouTuber, die sich halt beschwert haben, haben gesagt, ey, guck mal, das ist unfair. Eigentlich müsstest du eine krasse Bestrafung geben, einen Bann für ein paar Tage oder so. Dadurch, weil der Admin mir diesen Bann nicht geben wollte, dachte er, okay, komm, ich werde ihm dann diesen Handicap geben. Sue muss irgendwelchen Leuten einen Gefallen tun und dadurch könnte er quasi dann als Belohnung von den YouTubern bestimmte Items bekommen. Natürlich muss das auch immer in Relation bleiben. Das heißt, wenn irgendein YouTuber zu mir sagt, ey, ich gebe dir das und du baust mir kurz was Kleines, dann kann er mir keine Full Nether Rüstung oder sonst was geben. Aber Freunde, wir verlieren viel zu viel Zeit. Ihr habt das gerade auch schon gesehen, was alles passiert ist. Und zwar habe ich ja meine Items einfach durch den Admin versteckt. Ich weiß, es haben auch echt viele Leute geschrieben, Sue, du wirst dadurch noch mehr Probleme bekommen. Sue, das wird chaotisch. Das wird chaotisch. Du wirst wirklich drauf gehen. Oh, warte einmal. Ich bin einmal kurz weg, ne? Ich muss einmal telefonieren. Bis gleich, ne? Jo, brauchst du was? Weiß ich noch nicht. Also, ich komme auf jeden Fall gleich wieder. Kann ich ganz kurz an deinem PC, Bro? Ja, aber nichts machen, ne? Versprech, dass du nichts machst. YouTube oder so gucke ich ganz kurz. Ja, kein Stress, YouTube, Twitch, kein Ding, kannst du machen. Lukas? Okay, Freunde, jetzt müssen wir uns richtig beeilen. Ich hole mir das Klapp, ich hole mir den Mund, damit ihr alles sehen könnt. Was ist denn das, Leute? Irgendwelche Programmiersprache? Ich habe das jetzt nicht geschlossen oder nur minimiert. Okay, sehr nice. Minecraft. Hatte das vorhin über CurseForge aufgemacht? Ich weiß es nicht, Leute. Ich rede gerade auch übelst leise. Ich hoffe, ihr hört das alles. YouTuber-Insel ganz schnell rauf. Zack, zack. Ich weiß ja noch nicht mal, ob meine Items noch in seinem Inventar sind. Das muss ich auch herausfinden. Diese Scheiße lädt einfach so lange. Schnell. Ich weiß nicht. Bitte schneller. Kann ich das irgendwie so ablegen? Ich nehme mal hier irgendwie diese Flasche. Ja, perfekt. Und rauf auf die YouTuber-Insel. Schnell. Ich hoffe, keiner sieht uns heute. Ich muss jetzt irgendwo hinfliegen. Aber die Frage ist, hat die überhaupt mal Items? Komm. Die sind immer noch in der Schalkerbox drin, Leute. Oh mein Gott. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell uns einen Ort ausfinden und dann die Items dort verstecken. Die Frage ist nur, wo machen wir das? Ich überlege mal ganz schnell. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich höre ihn gerade auch gar nicht mehr. Also davor habe ich ihn auch nicht gehört. Wir sind hier, dieses Zimmer ist so schallgedämpft gefühlt. Okay, ich glaube, das war hier irgendwo der Weg. Hier wird das auf jeden Fall niemand mehr entdecken. Leute, wisst ihr noch, damals mit Stange und Blackjack? Ich muss jetzt da schnell runter. Let's go. So, Leute, hier suche ich mir irgendeinen Platz raus. Also, das ist gefühlt unmöglich, dass irgendjemand perfekt genau hierher kommt und genau hier an der Stelle die Sachen abcheckt. Das ist gefühlt unmöglich. Wisst ihr was? Ich mache das genau hier, Leute, auf der linken Seite bei dieser Fackel. Dann gehen wir einmal runter. 1, 2, 3. Ziehen die Dinger hier runter. Wir müssen jetzt ganz kurz den Game-Mod wechseln. Oh, Kianis hat das Spiel verlassen. Zack. Einmal platzieren und noch einmal platzieren. Wichtig, jetzt nochmal, Leute. Game Mod. Ich hole mir jetzt 2 Schalkerboxen nochmal für ihn, damit das gar nicht auffällt, Freunde. Zack, pack das wieder in seinem Inventar rein. Baue das hier schnell zu. Und unten links die Commands löschen, Leute. F3 und D. Zack, alles weg, Leute. Du wirst doch dadurch noch mehr Probleme bekommen. Und ich dachte mir, ey, wisst ihr was? Ich nehme das gerne in Kauf, Leute. Ich habe mich so krass für alle eingesetzt. Ich habe mich so krass für alle YouTuber auf der YouTuber-Insel eingesetzt. Oha, wen haben wir denn hier? Nicht wundern, Freunde. Habe ich Items im Inventar? Nee, ich muss kurz drauf gehen.
Ich hoffe, ich sammle jetzt nicht die Eier dort. Okay, sehr nice. Sue wurde vom Zombie-Dorfbewohner erschlagen. Ich hoffe, keiner hat das gesehen. Jetzt habe ich hier wieder Full Life, Leute. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Und ich werde jetzt zu dieser Stelle hingehen und ich werde natürlich, ey, ich hoffe, ich bekomme mein Loot wieder, Freunde, weil, wieso ich ja eben gesagt habe, dass ich eigentlich gar keine Zeit verdienen darf, mir ist leider ein blödes Missgeschehen passiert und zwar, ich hatte gestern einfach keine Möglichkeit, auf die YouTuber-Insel zu kommen, ich hatte teilweise irgendwelche Internetprobleme, dann hat mein PC auch noch irgendwelche Faxen gemacht, so, und dann dachte ich mir, komm, bevor ich jetzt eine Aufnahme mache, wo eh alles laggen wird und man nichts sieht, so, mache ich das ein bisschen später und, ja, ich kam dann gar nicht mehr dazu, Leute, und deshalb, ich mache das jetzt gerade alles einen Tag später und jetzt habe ich die Befürchtung, dass wegen diesem Problem, weil ich kein Internet hatte, dafür konnte ich ja nichts, Leute, dass ich jetzt dadurch meine Items nicht mehr bekomme, weil irgendein anderer mein Video gesehen hat und die Idee hatte, ja komm, Sue, ich werde mal ganz schnell dort runtergehen und ja, deine ganzen Items holen. Oder vielleicht hat der Admin mittlerweile das Video auch gesehen, vielleicht hat er das gesehen und hat die Items selber weggenommen. Was ein bisschen ärgerlich wäre, Leute. Weil bis jetzt hat der Admin sich nicht einmal bei mir gemeldet. Er hat mir nicht einmal geschrieben. Weil ihr wisst, Leute, auch als ich bei ihm war, er hat die ganze Zeit immer nur von seiner Uni geredet, dass es aktuell bei ihm stressig ist. Und wenn wir Glück haben, ist er gar nicht anwesend und guckt sich gar nicht die ganzen Logfights oder sonstiges an. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt bis nach ganz unten. Leute? Ich hoffe, ich schaffe es bis nach ganz unten. Sonst habe ich ein ganz großes Problem. Daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Aber es sieht gut aus. Wir werden jetzt ein bisschen Herzen verlieren. Ich hab's geschafft. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, ich wollte gerade schon nämlich sagen. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass... Ich habe doch hier gerade ein Skelett gehört, oder? Ey, das Ding ist, ich sollte mal aufhören hier. Wir haben ja gesehen, dass der Admin überall zu jeder Zeit unsichtbar sein kann. Also ich habe gerade auch mein Mikrofon offen gehabt. Nicht, dass er hier irgendwie anwesend ist und mir ja gerade dabei zuguckt, wie ich diese illegale Tat begehe, Leute. Aber genau hier müssten das sein. Die Dinger sehen irgendwie auch anders als diese Dinger aus, ne? Hm. Ja, geil. Ich habe ja... Ja, nice. Ich kann ja theoretisch gesehen, könnte ich ja irgendwelche Items rausnehmen, Leute, ja? Aber wisst ihr was? Für mich ist das auch gerade einfach so eine Stolzsache. Ich werde nur meine Items nehmen. Ich werde nichts anderes anfassen. Und dann werde ich eh irgendwann, früher oder später, ich werde mit dem Admin reden und sagen, hier, guck mal, Digga, das habe ich getan letztendlich, weil... Es macht ja so oder so keinen Sinn, wenn ich quasi illegal hier diese ganze Sache habe. Ich werde das früher oder später eh auflösen müssen. Jetzt erstmal die Sachen nehmen. Nein, 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 bitte nicht. Nein, das kann doch nicht sein Ernst sein. Warte mal, warte, warte, warte. Ich habe doch bis 3 gezählt. Warte, 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 warte. Das sind aber doch 3 gewesen. 1, 2, 3. Ich bin mir sicher, ich habe bis 3 gezählt. Aber das sind doch 3 Blöcke gerade gewesen. Warum ist dieser Hohlraum dann hier am Start? Nein, 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 nein. 1, 2, 3. Das heißt, das war diese Ebene. Ich bin mir sicher. Ich muss mir gleich kurz nochmal mein Video angucken. Wartet mal. Ganz kurz, Leute. Bro, Bro. Wer war das, Leute? Welcher YouTuber hat diese Sachen rausgenommen? Das macht doch gar keinen Sinn, Mann. War das der Admin selbst? Wie komme ich jetzt hier? Ich komme hier eher nicht mal raus, Leute. Guck mal. Ich muss das mal kurz abbauen, Leute. Wartet mal, wir müssen das mal kurz alles hier abbauen. Wir sehen uns gleich. Boah, hat das lange gedauert, hier hoch wieder zu kommen, Leute. Nein, warte mal. Warte, 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 warte. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist auf jeden Fall diese Stelle gewesen. Und war hier nicht auch noch eine Fackel? Warum? Leute. Das Ding ist, wenn ich jetzt den Admin anrufe, da wird mich fertig machen, wenn er dann wirklich... Gehen wir mal davon aus, Leute, ich habe dieses Video jetzt aufgenommen, okay? Ich war jetzt beim Admin, habe mir diesen ganzen Aufwand gemacht, habe alles riskiert. Für was? Dass ich am Ende wieder blöd dastehe, leer vor allem dastehe oder was? Ohne irgendwelche Items, ohne meine eigenen Items, weil irgendwelche YouTuber sich beschwert haben, habe ich diesen ganzen Aufwand in Kauf genommen, riskiere eh weiterhin irgendwelche Strafen zu erhalten und jetzt habe ich nicht mal meine Items, also was, wofür habe ich das alles jetzt gemacht? Mir reizt, Leute, ist mir scheißegal, ich rufe mal den Admin an. Ich hoffe, der geht überhaupt dran, Leute, das war so wichtig jetzt. Hallo? Kannst du mich hören? Hallo, ja, ich höre dich. Alles gut bei dir? Ja, alles gut hier. Vielen, vielen Dank, Bro, nochmal, wegen letztes Mal, als du hier vorbeigekommen bist für die Geschenke. Das war wirklich, wirklich lieb von dir. Ja, wie kann ich dir weiterhelfen? Gar kein Problem. Lukas, ich muss was mit dir besprechen. Das ist ganz wichtig. Ich würde das gerne im Spiel machen. Kannst du bitte online kommen? Bro, eig-
eigentlich muss ich sagen, dass ich wirklich nicht so viel Zeit habe. Ich weiß nicht, als hier warst, habe ich ja schon mit der Uni-Sache angefangen und ich muss das halt nächste Woche abgeben und ich sitze da gefühlt die ganze Zeit dran. Und ich hatte eigentlich auch Bescheid gegeben, eben, dass, ich weiß nicht, vielleicht ist das nicht bei dir angekommen, aber dass ich diese Woche fast gar keine Zeit habe. Also können wir das Ding ein bisschen verschieben oder so? Bei allem Respekt, natürlich so, das Ding ist, ich will da gar nicht irgendwie dir in die Quere kommen, vor allem wegen deiner Uni und keine Ahnung was. Kannst du nicht ganz kurz so für ein paar Minuten... Nur ganz kurz, ist also... Ist sehr wichtig? Naja, was heißt sehr wichtig? Also, eigentlich schon, aber... Ich fühle mich gerade voll schlecht, wenn ich ja sage, weil das Ding ist, ich will dich wirklich gerade gar nicht aufhalten. Letztendlich alles gut, scheiß auf. Je nachdem, ob wenn du Zeit hast, kurz, dann komm, wenn nicht, ist egal. Alles gut. Ja, warte, sonst gib mir kurz. Ich bin gleich da, ich krieg eine Pause sonst. Eine Pause tut auch mal gut, deswegen, ich bin gleich da, keine Sorge. Wie du möchtest, okay, danke schön, bis später. Ja, ich bin gleich da. Ciao. Ciao. Hä? Leute? Warte mal. Das Ding ist, wenn er wirklich jetzt die ganze Zeit mit der Uni beschäftigt war, dann gehe ich stark davon mal aus, dass er irgendwie weder mein Video noch gesehen hat, weder noch irgendwie Bescheid bekommen hat. Oder prankt er mich gerade? Ich bin gerade wirklich komplett baff, Leute. Ich bin komplett durcheinander. Spielt Lukas gerade mit mir irgendein Spiel? Hat er die Items wieder genommen, um mir quasi eine reinzuwischen? Oder hat er wirklich nichts damit zu tun gehabt? Weil ich habe gesehen, was er wirklich im Nachhinein, ihr habt das noch gar nicht gesehen gehabt, das hatte ich alles gar nicht im Video drinne gehabt. Aber Leute, er hat mir dann noch ganz viele andere Projekte gezeigt, die sich auf das echte Leben bei ihm bezogen haben. Und da dachte ich mir auch, okay, krass, wenn du daran arbeitest, da wirst du ja erst recht keine Zeit haben. Also macht das schon irgendwie Sinn, Leute. Es ist egal, wenn ich jetzt eh gleich drauf gehe. Ich werde eh oder so gleich woanders spawnen, das ist sogar wichtig. Ja, das Ding ist... Oh, Easy Cheese hat mir gerade geschrieben. Hä? Wann ist sie bitte reingekommen? Wann hat sie sich eingeloggt? Ich schreibe einfach mal ja. Sie wollte mir ja neulich auch nicht helfen. Beziehungsweise hatte keine Zeit. Ach, Freunde, ich bin gerade wirklich durcheinander. Wer steckt bitte dahinter? War das Admin? Der Admin Lukas? Oder war das irgendein anderer YouTuber, der mein Video sich angeguckt hat? Wie das? Ja, lange Geschichte. Wollte ich dir ja neulich erzählen. Du musstest leider offline. Was sind das hier für Geräusche die ganze Zeit? Ich hoffe, Lukas kommt gleich, Leute. Vielleicht kommt er auch nicht. Also ich habe jetzt nicht raushören können, ob er jetzt wirklich reinkommt oder nicht. Aber doch, er hat doch am Ende gesagt, ein bisschen Pause tut ihm gut. Ich guck mal, Leute, vielleicht rede ich komplett offen und ehrlich mit ihm und dann schauen wir mal weiter. Ich muss mal herausfinden, vielleicht steckt er echt nicht dahinter. Weil wenn er nicht dahinter steckt, will ich das jetzt einfach ihm noch nicht verraten, dass ich bei ihm war und dann diese Kisten versteckt habe. Ich glaube, das würde jetzt ihn einfach noch mehr stressen. Und er würde vielleicht denken, okay, ich habe meine Aufgabe als Admin nicht gut absolviert oder sonst was. Deshalb, Leute, will ich ihm da gar keinen Stress zufügen. Oh, Leute, da ist er. Da ist er ja. Hallo, ah, freut mich, dass du jetzt schon mal dir ein bisschen Zeit genommen hast, um hier online zu kommen. Das Ding ist, ich könnte das eigentlich auch telefonisch machen. Ja, ich fühle mich jetzt echt scheiße, dass ich dich hierher geholt habe. Wieso das? Also was gibt's denn überhaupt? Du hast ja gar nichts erwähnt, du hattest nur gesagt, dass es was zu bereden gibt. Ja, es gibt einiges zu besprechen und zwar, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, dass ich bei dir so gastfreundlich aufgenommen wurde. Also es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht, auch dass du mir diese Einblicke gezeigt hast, wie quasi diese Admin-Welt funktioniert, wie du quasi auf uns da alle aufpasst und vor allem auf die Regeln achtest. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen, weil ich hier im Schneidersitz sitze. Oh. Ach, dafür musst du dich nicht bedanken. Also für mich ist das halt eine Selbstverständlichkeit und... Freut mich, wenn du dich hier so gesagt gut behandelt gefühlt hast und ja, wie gesagt, auch nochmal vielen Dank für das Geschenk. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Na, gar kein Problem. Ich muss auch sagen, mittlerweile habe ich immer noch nicht herausgefunden, wer hinter dieser ganzen Sache steckt. Ich weiß, du kannst mir das nicht verraten, obwohl wir so gut befreundet sind, aber das zeigt einfach nur, dass du deine Admin-Rolle so ernst nimmst und wirklich dafür gemacht wurdest, als Admin hier für uns zu agieren. Aber Bro, ich bin langsam wirklich am Ende meiner Kräfte. So, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich renne hier seit Tagen ohne Items rum. Ich kann nichts machen. Die meisten YouTuber sind nicht da, die mir helfen wollten, verstehen das mit dem Handicap nicht und wollen mir gefühlt komplett vor Netherite geben und keine Ahnung was. Und deshalb, es macht für mich alles gar keinen Sinn. Kannst du mir nicht einfach verraten, wer das ist? Und dann würde ich zu ihm gehen, ich würde telefonisch mit ihm reden und sagen, ey Bro, was soll das? Ich entschuldige mich dann auch bei der Person so. Ich muss aber wissen, wer dahinter steckt. Also, du hast wirklich noch gar keine Ahnung oder hast du jetzt inzwischen mit ein paar Personen geredet, die du ausschließen konntest? Oder? Ja, natürlich habe ich im Privaten mit dem einen oder anderen geredet, aber irgendwie so...
Viele sind ja auch aktuell gar nicht mehr so aktiv am Start, was ein bisschen schade ist. Aber das ist halt auch so das Problem, wo ich mir dann denke, nicht, dass das irgendjemand war, der quasi jetzt nicht mal anwesend ist und mich deswegen verpetzt hat, weshalb ich auch gar keine Möglichkeit mehr habe, die Person auswendig zu machen, weißt du? Ja, dazu kann ich halt auch leider nichts sagen. Also es kann tatsächlich auch eine Person sein, die nicht mehr aktiv am Projekt dabei ist, das stimmt. Ja, jetzt grinst du aber, ne? Jetzt grinst du, Wie? Hä? Das soll gar nichts verraten, sonst verwirre ich dich noch oder sowas. Deswegen, ich habe wirklich noch gar keinen Tipp gegeben über die Person. Deswegen, okay. Das Grinnen soll nicht falsch interpretiert werden. Ja, eigentlich wollte ich noch was anderes mit dir besprechen, aber ich habe mich anders entschieden und will das erstmal noch nicht erwähnen. Ich würde das dann erst die Tage irgendwann machen. Okay. Sag mal übrigens, bist du eigentlich gut nach Hause gekommen? Es war ja relativ eisig an dem Tag und ich weiß, ich hatte dir jetzt noch einen guten Heimweg gewünscht, aber ich weiß gar nicht, wie du gut angekommen bist oder nicht, ob da irgendwie noch irgendwas los war. Es war wirklich übertrieben eiskalt. Also ich sag dir ehrlich, ich habe ja auch die ganze Zeit dann, als ich auf dem Weg zu dir war, habe ich die ganze Zeit gesagt, du wohnst in Alaska gefühlt. Weil du musst dir vorstellen, von dem Ort, wo ich losgefahren bin, bis zu dir so, da war halt kein Schnee. Und dann erst, wenn ich kurz bevor ich bei dir war, war alles voller Schnee, alles voller Glatteis auf dem Boden, Bro. Also ganz ehrlich, ja, Hauptsache ich bin da heil angekommen und wieder zurück. Deshalb, es hat ja auch mir echt Spaß gemacht. Und wer weiß, vielleicht können wir in Zukunft nochmal coole Sachen mit Kian zu dritt oder so machen. Ja, safe, das kriegen wir bestimmt nochmal hin. Okay, Bro. Und dann halt nicht in Alaska. Aua. Ja, dann nicht in Alaska. Gut, tut mir leid, dass ich dich jetzt hergeholt habe. Wie gesagt, ich wollte eigentlich was anderes mit dir besprechen, aber... Achso, ich habe wie gesagt jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich habe mir jetzt ein bisschen Freizeit genommen. So, ja. Also ein bisschen Zeit habe ich. Nee, und, alles, gesagt, alles gut. Das würde jetzt viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen und ich will dich nicht zusätzlich stressen, okay. Weißt du? Ja, so viel Zeit habe ich dann auch wieder, ne? Richtig, das stimmt. Ja, ja, absolut. Aber falls wirklich was Wichtiges ist, dann kann ich mir sonst mal die nächsten Tage oder sowas... Ist dir irgendwas aufgefallen auf der YouTuber-Insel so? Oder hattest du gar keine Zeit die letzten Tage? Ich muss dir ehrlich sagen, ich hab... Du musst mir das auch nicht verraten. Ich weiß, dass du vielleicht nicht gern darüber reden willst, weil du willst ja immer deine Sache perfekt machen. Ich hab reingeguckt oder so, aber... Ja, ich weiß nicht. Ist jetzt nichts wirklich Spannendes passiert. Okay. Auch vor allem, ich habe ja auch nicht mehr so viel, worauf ich achten muss. Dadurch, dass das End ja jetzt offen ist und dass alles legal ist. Wurde mir dann natürlich auch viel Arbeit weggenommen, deswegen... Ja, verstehe ich. Im Moment habe ich auch wirklich gar keine Zeit dafür, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber... Okay. Wie gesagt, falls irgendwas ist oder sowas, kannst du natürlich auch auf mich zukommen. Alright, Bro. Falls das wichtig ist, wie gesagt, schreib mir, ruf mich an und dann kann ich mir bestimmt nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Gerade ist halt wirklich mittendrin so und nächste Woche ist Abgabe, deswegen... Da macht die Uni leider ein bisschen mehr Stress als gedacht. Und ich hoffe trotzdem, dass das Problem, was du hast oder was auch immer du gerade machen wolltest, trotzdem jetzt nicht irgendwas Schlimmeres ist oder so. Deswegen einfach Bescheid geben, falls doch. Und ja. Okay, Lukas, wie immer wirklich großes Dankeschön geht raus. Und ja, vielleicht kann ich dir bald meine Sorge erzählen und die Nachbarn bohren hier anscheinend rum. Ey, wie laut ist das? Ich hoffe, du hörst das gerade alles. Guck mal, Leute, das ist alles so... Es läuft gerade einfach alles schief, was schief gehen kann. So, ich checke das nicht. Jetzt hören meine Nachbarn auch nicht auf zu bohren oder was? Ich hoffe, man hört das nicht in der Aufnahme, ey. Hörst du das wenigstens? Ja, ein bisschen, aber... Ja, oha, okay, es wird schlimmer. Gut, Lukas, ich glaube, ich will dich gar nicht mit den Sounds stressen. Ich mache mal kurz eine Pause, bis die Leute hier auch aufhören zu bohren. Und dann mache ich mal gleich weiter mit meiner armseligen Aufnahme ohne irgendwelche Items. Vielleicht kriege ich irgendwie die erste Hilfe von Easy Cheesy, die hat ja vorhin geschrieben. Ich versuche sie mal zu finden, okay? Ja, wie gesagt, hol die Hilfe und falls was ist, kannst du mir trotzdem schreiben. Alles klar, Dankeschön, pass auf dich auf. Gut, dann dir noch einen schönen Tag, ne? Ja, ciao. Tschüss. Okay, Leute, er ist weg. Wisst ihr, was richtig komisch ist? Ich mute mich mal lieber. Irgendwie habe ich echt das Gefühl, dass er nicht dahinter steckt, Leute. Es könnte natürlich irgendein Prank sein, den er gerade mit mir macht. Aber er hat sich wirklich so übertrieben glaubhaft angehört. Und ich weiß, dass er wirklich aktuell so übertrieben viel mit seiner Uni beschäftigt ist. Mit seinen ganzen Projekten, mit seinen Arbeiten, mit seinen komischen Computersprachgeschichten, Skripte hier, Skripte da. Also deshalb, Leute, es kann schon echt sein, dass er davon gar keinen Wind bekommen hat. Weil ich kann mir auch vorstellen, Leute, mein Bruder würde ihn ja nicht anschreiben auf dem Handy und sagen, ey, hier, guck mal. Danke für die Sounds. Mein Bruder würde ihn ja nicht anschreiben und irgendwie sagen, hier, guck mal, was mein Bruder Sue getan hat. Die Frage ist, Leute, ich habe jetzt einige Theorien. Lass mal kurz überlegen.
Gehen wir mal davon aus, der YouTuber, der vielleicht gerade weniger spielt, hat mich verpetzt, hat aber dann dieses Video gesehen und hat dann diese Items genommen. So, dann würde er höchstwahrscheinlich nicht mich beim Admin verpetzen, weil er jetzt ja meine Items hat. Also checkt ihr diese Logik? Das heißt, warum sollte er quasi die Items, die er umsonst durch mich bekommen hat, nochmal beim Admin verpetzen, sodass ich eine Strafe bekomme, aber er dafür riskiert, diese Items, die er gerade gelootet hat, zu verlieren? Wisst ihr? Ich glaube, da sind ihm die Items einfach wertvoller, als dass ich irgendeine Strafe bekomme. Das ist für mich die einzige logische Erklärung. Wenn das wirklich der Admin nicht gewesen sein sollte und stattdessen ein YouTuber war, dann macht das Sinn, Freunde, warum der Admin noch nicht Bescheid bekommen hat. Weil es würde mich eigentlich kein anderer YouTuber bei ihm verpetzen, wenn das... Ich rede wirklich von meinen YouTuber-Freunden, außer halt die eine Person vielleicht. Aber ich bin mir sicher, allein weil er jetzt meine Items eventuell haben könnte, verpetzt er mich extra nicht beim Admin. Aber Leute, ich bin so verzweifelt, Mann. Ich checke das nicht. Warum macht man das mit mir die ganze Zeit? Warum verdirbt man mir meinen Spielspaß? Wozu? Warum? Weshalb? Was habe ich den Leuten denn angetan? Ich will das so übertrieben gerne wissen, wer dahinter steckt, Freunde. Das macht für mich alles wirklich gar keinen Sinn. Und ich versuche mal irgendwie easy cheesy wenigstens aufzutreiben, Leute. Da könnte ich mit ihr ein Wörtchen reden und... Niemand kann mir gerade helfen. Das macht gar keinen Sinn, Leute. Ich werde dieses Projekt nicht aufgeben, auch wenn vielleicht das der ein oder andere will. Ich werde erst recht nicht damit aufhören, Leute. Vor allem nicht jetzt, wo so viele Leute an mich glauben. Die ganze Community, so krasse Kommentare habe ich im letzten Video gesehen, als ich mich auf dem Weg zum Admin gemacht habe. Und deshalb erst recht werde ich nicht dieses Projekt beenden. Okay, Freunde, ich bin jetzt hier bei dem Wasserloch, beziehungsweise hier fast bei Powerberger Hills angekommen. Und, ja, jetzt ist die Frage, wo finde ich irgendjemanden? Ist irgendjemand hier anwesend? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Und, hey, ich hab dich doch gar nicht angeguckt! Was willst du, Idiot? Freunde, wisst ihr was? Ich werde mich jetzt nochmal auf den Weg machen. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde diese Scheiße nicht aufgeben. Ich werde wieder zurückkommen, früher oder später. So eine Frage der Zeit. Ja, jetzt ist hier nicht mal ein Brot am Start oder was? Wisst ihr was? Ich versuche Easy Cheesy aufzutreiben und werde das noch in diesem Video einbauen. Falls nicht, falls ich sie nicht finde und ich nur am Rumrennen bin und es eh nichts passiert, dann sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder, Leute. Und werde wahrscheinlich dann in der nächsten Folge mit mehr Informationen kommen, weil ich mir dann die Leute wirklich nochmal richtig vorknüpfen werde. Ich werde die anrufen und keine Ahnung was im Discord mit allen reden. Ja, und ansonsten, Leute, sagt wie immer allen anderen gerne, oder heißt ein Boot, sagt wie immer allen anderen gerne Bescheid, dass ich immer noch hier am Verzweifeln bin, dass ich Hilfe brauche und mal gucken, ob irgendein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau mir richtig am Start mir mal richtig helfen kann, ja? Und auch mal auf das Handicap achtet, was ich habe. Aber Leute, viel wichtiger ist, wo sind meine Items? Ihr müsst mal echt herausfinden, wer meine Items hat. Ihr wisst, Leute, ich kann mir echt vorstellen, dass Mr. Lukas gar nicht dahinter steckt, also unser Admin. Es muss irgendein anderer YouTuber gesehen haben, dass ich meine Kiste dort versteckt habe. Hat sich dann direkt das Video gegriffen und den Vorteil daraus genutzt. Und deshalb, Leute, wir werden hier nicht aufhören. Wir werden immer hier weiterkämpfen. Lasst auf jeden Fall einen saftigen Like da. Aktiviert die Glocke für S zu dem U. Und wir sehen uns im nächsten Video, my friends. Ciao, ciao.